Wahres Finale. Leuchtende Finsternis. Fandas Sicht. Ein letztes Lächeln und der Strahl wurde geschossen. Doch er traf nicht mich. Er sollte es nie. In dem Moment, in dem Fate die Energie losschoss, drehte sie sich um und traf den Dämon mit voller Wucht. Was tust du, du nutzloses Wesen? Du musst mir gehorchen, warum greifst du mich an? Der gelbe Schein in den Augen meiner Freundin schien noch heller zu werden. Niemals werde ich jemandem wie dir gehorchen. Es interessiert mich nicht, was du willst und nicht. Du solltest dich nicht wehren können. Deine innere Finsternis wurde befreit. Dein inneres Ich. Hast du je gehört, dass Pokémon sich ändern können? Du hast diese Kraft unterschätzt. Und die Kraft von Vertrauen und Liebe. Dinge, die du nie kennen wirst. Und deshalb konntest du es nicht wissen. Selbst die Finsternis selber kann zu Licht werden. Zeit für Runde 2, aber dieses Mal werde ich gewinnen. Alles hat sich geändert. Selbst die Finsternis leuchtet nun hell, damit diese Welt weiterleben kann. Selbst die Finsternis leuchtet hell, nur um dich zu besiegen. Feldsicht. Neue Kraft strömte durch meine Adern. Eine Macht, von der ich nichts wusste, half mir in meinem finalen Kampf. Die zweite Runde der Schlacht begann. Doch dieses Mal hatte ich eine realistische Chance. Wo diese geheimnisvolle Kraft herkam? Ich wusste es nicht genau. Nur diese Stimme, die zu mir gesprochen hatte. Die griff mich wieder an. Als ich hinter mich blickte, sah ich, dass Fanda nicht im Zustand für einen Kampf war. Falls er überhaupt etwas hätte tun können, wenn er unverletzt gewesen wäre. Zum ersten Mal war ich es, die für meine Freunde kämpfte. Ich war nicht bloß eine nutzlose Last. Vielleicht war ein derart wichtiges Duell nicht der beste Zeitpunkt für eine erste solche Erfahrung. Doch es war mir vollkommen egal. Mir war bewusst, auch wenn ich nun eine Chance hatte, würde der Kampf wohl nicht leicht werden. Der Dämon wirkte unfassbar angepisst. Zum ersten Mal schien er mit voller Kraft zu kämpfen. Als ich ihn so sah, merkte ich, dass er wahrscheinlich bereits wieder gelogen hatte. Hätte er vorher versucht, mich zu töten, hätte er schwerlich mehr als 5 Sekunden benötigt. Ich fühlte mich mit meinen neuen Kräften wirklich seltsam. Meist fühlte es sich nicht so an, als würde ich selber kämpfen, sondern eher, als würde etwas anderes in mir die Kontrolle übernehmen. Jeder Treffer, den SD machen wollte, scheiterte kläglich, da ich mich irgendwie herumteleportierte. Ich konnte seine Attacken nicht einmal sehen, so schnell waren sie. Und doch wich ich ihnen irgendwie aus. Nie wurde ich getroffen. Immer war ich auf einmal an einem anderen Ort in der Höhle. Auch andersherum waren Dinge nun anders. Ich schaffte es durchaus manchmal zu treffen. Ähnlich wie beim Ausweichen bemerkte ich nicht einmal, dass ich angriff. Was zur Hölle ist mit dir geschehen? Wie hast du all diese Macht erhalten? Du hast sie mir gegeben, denke ich. Es ist deine Dunkelheit, der Albtraumvirus in mir, der zum Licht wurde. Red nicht so einen Schwachsinn. Das ist nicht meine Kraft. Egal ob Licht oder Dunkelheit, diese Macht stammt nicht von mir. Woher hast du sie? Ohne eine Idee oder den Willen zu antworten, griff ich erneut an. Es wirkte, als würde die dämonische Kraft langsam schwinden. Ich prüfte nebenbei auch, ob Fanda noch bei Bewusstsein war. Es stellte sich heraus, dass er es war und er wirkte wirklich aufgeregt. Und auch wirkte er stolz, offensichtlich denkend, dass sein Training mich so stark gemacht hatte. Auch wenn ich durch ihn stärker wurde, diese Kraft, die mich nun leitete, hätte er mir nie lehren können. Sorry, Fanda. Als mehr Zeit verging, merkte ich, wie ich offensiver kämpfte. Ich teleportierte mich seltener und nutzte dafür stärkere Attacken. Die meisten von ihnen bestanden aus reinem Licht und schienen dem Kaiser der Dunkelheit stark zu schaden. Durch diese Angriffe realisierte es die irgendetwas. Diese Kraft? Nein! Woher hast du sie? Warum interessiert dich das? Du wirst ohnehin sterben. Das ist alles, was du wissen musst. Die Stimme! Was sagte sie dir? Erst war ich überrascht, was SD nutzen wollte, um mich anzugreifen.
jedoch verfehlte er erneut. Was sagte sie? Nenne mir nur einen Grund, weshalb ich dir das verraten sollte. Ich habe dir deine Wahrheit offenbart. Nun bist du an der Reihe. Ohne Anzeichen hörte ich erneut die Stimme. Doch offenbar konnte dieses Mal nicht nur ich sie hören, sondern auch der Dämon und Fanda. Der Schmerz wurde zur Kraft, Hass wurde zur Liebe und das Licht zur Dunkelheit. Dies ist die Macht der Veränderung. Dies ist das Erbe des Drachen. Fanda schien die Stimme zu erkennen. Du bist das wieder. Was ist diese Kraft? Erbe des Drachen, Zorn des Drachen. Esti wirkte weniger glücklich als Fanda. Nein, stopp! Du kannst es nicht wieder sein! Der Zorn des Drachen wird mich nicht wieder niederstrecken! Wieder? Die Stimme antwortete sofort. Ich wusste, dass du bereit sein würdest. Der Zorn des Drachen bezwang dich einst. Dieses Mal bezwang er Darkrai, deinen treuen Diener. Und für dich habe ich etwas Neues vorbereitet. Ich musste die Welt verlassen. Doch ich hinterließ etwas. Ich hinterließ ein Erbe. Mein Erbe, geschaffen, um dich endgültig auszurotten. Wir mögen uns lange nicht gesehen haben, doch ich habe dich schon einmal besiegt, Dämon. Mit dem Bewusstsein, dass du eines Tages wiederkehren würdest, machte ich Vorbereitung. Im Bewusstsein, dass ich vermutlich nicht noch einmal selber hier wäre, um dich zu begrüßen, entschied ich mich, so wie ich es tat. Der dunkle Kristall, das Erbe des Drachen. Lange überlegte ich, wer es erhalten sollte. Und doch war die Entscheidung so offensichtlich. Alles war bereitet, damit wir uns heute hier begegnen. Und es wird unser letztes Treffen. Fate, es ist Zeit, es zu beenden. Ein für alle Mal. Egal, was es kosten mag. Es tut mir leid. Als die Stimme ihren Monolog beendete, schien es, als wäre es dies Zorn wahrlich entfesselt worden. Du kannst das nicht tun! Du hast meinen Namen schon einmal beschmutzt, Drache! Darkrai sollte sicher gehen, dass du nie wiederkehren würdest. Ich kann dich nicht unterschätzt haben. Du kannst nicht für alles vorbereitet sein. Selbst Fanda, dieser Nutzlose. Weißt du was? Es interessiert mich nicht. Komm doch her, Latias. Deine Arbeit war vergebens. Ich werde nicht wieder scheitern. Ich werde nicht wieder gegen dich fallen. Der Zorn des Drachen ist eine längst vergessene Kraft. Es ist die Macht, die einst den Schattendämon niederstreckte. Ihr Name stammt von ihrer Entdeckerin Latias. Die Legende, die einst die Welt rettete, nur um anschließend zu verschwinden. Seit damals war sie eine Legende und eine Heldin. Als sie die Vorbereitungen für die Rückkehr des Dämonen traf, durchsuchte sie Raum und Zeit, um eine Seele würdig ihrer Kraft zu finden, so dass sie freigesetzt werden würde, sobald die Zeit gekommen war. Das Erbe des Drachen ist eine noch mächtigere Kraft als der Zorn des Drachen. Es ist der wichtigste Part der Vorbereitungen durch Latias. Wie Fate an diese Macht kam, niemand weiß es. Es gibt nur einen Grund für die Existenz des Erbe. Latias wahre Kraft zu entfalten und den Dämon ein für allemal zu bezwingen. Und nun wartete das wahre Finale. Fate musste nun zeigen, dass Latias Vorbereitungen nicht umsonst gewesen waren. Nun, mit dem Wissen über meine unfassbare Macht, ging die Schlacht weiter. Auch wenn ich es nie gewusst hatte, hatte Latias mich irgendwie dazu erwählt, in ihrem Namen diese Welt zu retten. Und wenn ich alles richtig verstanden hatte, dann war auch Fanda auserwählt worden. Ihm wurde die Kraft des Zorns des Drachen gegeben, sodass er Darkrai niederstrecken konnte. So wie einst der Dämon besiegt worden war. Und nun würde er erneut durch Latias Kraft besiegt werden. Ich kämpfte weiterhin offensiv wie zuvor. So schaffte ich es, die Virusessenz weiter zu beschaden. Doch er wollte nicht aufgeben. Sag mir, Fate, bist du wirklich blind für die Wahrheit? Siehst du nicht, dass du verlieren wirst? Jeder wird es! Nein, nur du wirst es. Du kannst nicht mit dem Erbe des Drachen mithalten. Du bist der Blinde hier. Nein, bin ich nicht. Ich kann dich nicht bezwingen.
Und ich weiß das. Aber siehst du nicht, dass du dich auf die falsche Seite schlägst? Der Untergang dieses Weltenbaumes ist der einzige Weg, um das Leben zu schützen. Wenn du mich tötest, dann wirst du auch verlieren. Nur wenn du mir beitrittst, kannst du siegen. Mit seinem Monolog lenkte er sich selber ab. Geschwächt wie er war, sah ich, dass die Zeit gekommen war. Ich sammelte all die Kraft des Lichtes, die ich hatte, für einen finalen Schlag. Wenn du so denkst, dann beweise es. Licht blendete mich. Der gesamte Raum wurde von ihm erfüllt. Ich konnte nicht sehen, was geschah. Doch als das Licht noch leuchtete, sah ich eine deformierte Silhouette. Jede Sekunde veränderte sie sich, wie eine Art Flüssigkeit. Finsternis floss aus ihr heraus. Erneut versagte ich. Erneut wurde ich besiegt. Erneut wurde der Gerechtigkeit Unrecht getan. Der Virus wurde geschlagen von seiner eigenen Macht und Latias Kraft. Ich kann es nicht glauben. Doch zumindest werdet auch ihr den Schmerz fühlen, den ihr angerichtet habt. Auch für mich bleibt Befriedigung. Ich werde wiederkehren. Ich werde regieren, was ich verdiene. Ich werde endlich Gott. Und keiner wird mir im Weg stehen. Nie mehr. Ich schwöre es, eines Tages wird der Weltenbaum brennen. Mein Reich wird geboren. Alles Leben wird gerettet. Eure Herrschaft des Bösen wird enden. Was ihr Dämon nennt, wird der Engel, den die Welten brauchen werden. Sobald ich wiederkehre, die Zukunft. Auf einmal verschwand die Silhouette im Nichts. Der verfluchte Virus war besiegt worden und das Licht begann zu schwinden. Nur zwei Pokémon blieben. Ich und Fanda, der immer noch unter einigen Felsen begraben lag. Sofort half ich ihm freizukommen und wir teilten einen kurzen, aber leidenschaftlichen Kuss. Du, Fate, du hast es geschafft. Du hast den Dämon besiegt. Du hast es geschafft. Er war unfassbar glücklich, was mich etwas amüsierte. Es war selten genug, ihn glücklich zu sehen. Doch ich hoffte, dass sich dies nun ändern würde. Nun, wo die Sklaven und der Dämon besiegt waren, könnten wir ein glückliches Leben leben. Zusammen. Doch zwei Dinge, die es dir gesagt hatte, geisterten mir noch im Kopf herum. Durch die Decke der Höhle schien der Mond am nun sternklaren Himmel. Wenn du mich tötest, dann wirst auch du verlieren. Auch für mich bleibt Befriedigung. Irgendetwas sagte mir, dass es noch nicht ganz zu Ende war. Als ich diese Gedanken hatte, fiel mir eine Sache ein, die der Dämon gesagt hatte. Ich starrte auf den Mond, der durch das Loch in der Decke fiel. Wir sollten schlafen gehen. Fanda wirkte etwas verwirrt. Schlafen, aber was mit Even? Seine Schlacht wird bereits geschlagen sein. Wenn er es geschafft hat, dann wird er fürs Erste auch alleine klarkommen. Wir beide brauchen Ruhe. Wie um meine Aussage zu untermalen, gähnte Fanda. Und du hast wohl recht. Das Ganze war für uns sehr anstrengend. Er legte sich an einem Felsen auf den Boden. Komm, leg dich zu mir. Ich tat, was er sagte. Schon bald bemerkte ich, dass er eingeschlafen war. Es war genau, worauf ich gewartet hatte. Es war besser so. Es würde zu sehr schmerzen. Vorsichtig stand ich auf, darauf bedacht, Fanda nicht aufzuwecken. Der Mond strahlte nun mitten in die Höhle und bildete einen Lichtstrahl, der in die Mitte des Raumes fiel. Langsam stellte ich mich in das Licht und sah in den Himmel. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Das war es, wovon der Dämon geredet hatte. Und auch Latias. Sie hatte sich bei mir entschuldigt. Auch sie wusste, was mein Sieg bedeuten würde. Auch wenn es mir mein Herz brach. Ich musste Abschied nehmen.
Wenn Fanda zumindest nicht mit ansehen müsste, wie ich ging, dann würde es leichter für uns werden. Und ich betete zu den Sternen. Auch wenn ich aus dieser Welt verschwunden bin, o Sterne am Himmel, wacht an meiner Stelle über ihn. Ich bitte euch. Gerade jetzt, wo das Glück zum Greifen nahe schien. Gerade jetzt, wo Fanda endlich die Chance hatte, glücklich zu sein. Die Zeit war gekommen. Ich spürte, wie mein Körper langsam begann, sich aufzulösen. Doch auf einmal hörte ich ein Geräusch aus der Richtung des Felsens. Fällt. Fanda öffnete verschlafen die Augen. Nicht jetzt. Bitte, nicht jetzt. Als er mich in der Mitte des Raumes stehen sah, war er auf einmal hellwach. Fällt, was ist los? Was ist mit dir? Fanda, bitte. Leg dich wieder schlafen. Er wollte nicht auf mich hören. Nicht, wenn du mir nicht sagst, was los ist. Du kannst mir alles erzählen, das weißt du. Fanda, bitte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Tränen füllten meine Augen. Ich will nicht gehen, Fanda. Ich will bleiben. Bei dir. Für immer. Aber du musst doch nicht gehen. Ich bleibe bei dir. Versprochen. Nein, du verstehst es nicht. Ich kann nicht bleiben. Es geht nicht. Ich will dich nicht verlassen. Fanda. Ich sah genau, dass er die Situation auch nicht verarbeiten konnte. Doch auch, weil er sie nicht verstand. Wieso musst du gehen? Du kannst jetzt nicht gehen. Nicht jetzt, wenn wir endlich Frieden haben. Wenn wir beide ein glückliches Leben führen könnten. Bleib bei mir. Fanda, Latias wusste es. Es die auch. Ich bin nur eine verlorene Seele in der Hülle des Dämons. Nun, wo der Dämon fort ist, muss auch der Rest von ihm gehen. Alles, was vom Dämon bleibt, muss gehen, um den Frieden zu garantieren. Ich habe gehofft, du würdest nicht aufwachen. Ich habe gehofft, es würde leichter für uns beide werden, wenn... Ich will nicht gehen. Ich will es nicht. Fanda. Er rannte sofort zu mir und umarmte mich. Ich spürte, wie seine Tränen mein Fell nästen. Es ist so ungerecht. Warum jetzt? Du hast nichts falsch gemacht. Wieso solltest du den Weltfrieden stören? Du bist der Grund, warum er wiederhergestellt ist. Und die Wiederherstellung des Weltfriedens war der Grund für mich. Das Schicksal will nicht, dass wir glücklich werden. Fanda, egal was passiert, auch wenn ich weg bin, ich werde dich immer lieben, für immer. Ich verspreche es dir, ich werde dich nie vergessen. Ich merkte, wie die Welt sich um mich herum auflöste. Ich werde dich auch nie vergessen. Ich liebe dich mehr als alles andere. Wie soll ich denn weitermachen, wenn du weg bist? Wie soll ich ohne dich weiterleben? Fanda, werde glücklich. Für mich. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Lebe wohl. Und schließlich verschwand alles um mich herum. Fandas Sicht. Das Leben ist nie gerecht. Es kann nur nehmen, nicht geben. Die Reise war endlich zu Ende. Das Ziel erreicht. Und doch. Das Leben nimmt alles von mir. Wie immer. Der Lohn für die Rettung der Welt war der Verlust des einzigen Pokémon, das mir je wahrlich etwas bedeutet hatte. Das einzige Pokémon, das ich je liebte. Warum? Kraftlos verließ ich den Kristallsaal. Ich hatte keine Energie, keine Motivation. Ich konnte mich kaum kontrollieren. Ich wollte schreien, weinen. Ich wollte, dass der Schmerz endete. Doch ich musste sicher gehen, dass die Leute sich erinnern würden. An Fate. Ihr Opfer darf nicht umsonst gewesen sein. Doch eine Sache hatte ich bereits völlig verdrängt. Als ich die Höhle verließ, stand dort Tyrant. Er atmete schwer und kniete auf dem Boden. Er sprach, jedoch eher mit sich selber als mit mir.
Endlich ist er fort. Ich habe gewonnen. Ich... Er fiel regungslos zu Boden. Er war in einem schlechten Zustand. Als er fiel, gab er die Sicht auf ein Nachtara frei, das regungslos am Boden lag. Um es herum war eine Lache aus Blut. Es bewegte sich nicht und atmete nicht. Es war eindeutig tot. Ich brauchte einen Moment, um zu realisieren. Even, bist das wirklich du? Ich erwartete keine Antwort. Ich stand bloß stumm da. Wenige Minuten später ging ich, wissend, dass ich jemanden verloren hatte, dem ich vertrauen konnte. Wieder. Wieder und immer wieder. Der Rest meiner Heimreise war geprägt von Trauer und Verzweiflung. Ich spürte nichts als Schmerzen. Ich brauchte 3 Tage und die Hilfe eines Labras für die Reise nach Metro Village. Und alles, worüber ich nachdachte, waren die Verluste. Warum kehrte ich überhaupt zurück? Ich musste den Pokémon berichten, was vorgefallen war. So, dass man sich an die Gefallenen erinnerte. Und ich würde endlich meine verdiente Strafe erhalten. Ich würde mich G stellen. Als ich im Dorf ankam, bemerkte ich, dass ich nicht viel erzählen musste. Die Pokémon wussten bereits Bescheid über das, was geschehen war. Von dem, was ich mitbekam, hatte ein ummanteltes Pokémon ihnen alles erzählt, was vorgefallen war. Somit konnte ich diesen Schritt überspringen und ging sofort zu G. Ich machte mir gar nicht erst die Mühe, an die Tür seines Büros zu klopfen. Ich wollte es nur noch hinter mich bringen. Ich würde die nächsten paar Jahre im Knast verbringen und dann... Keine Ahnung. Nicht, dass es mich noch interessiert hätte. Wie immer war G gerade am Telefon. Ja, das ist mein letztes Wort. Du verdienst eine Pause. Du hast den Rest des Monats frei. Er drehte sich um und erblickte mich. Sorry, ich muss auflegen. Genieß deine Ferien. Ohne zu zögern legte er auf. Fanda, du bist zurück? Ich hätte dich hier nicht erwartet. Ich sagte kein Wort. Wir alle haben gehört, was passiert ist. Es tut mir so leid. Immer noch sagte ich kein Wort. Weshalb bist du hergekommen? Um zu bekommen, was ich verdiene. Es ist alles meine Schuld. Ich stelle mich dir. Er sah mich für einen Moment an. Es gibt keinen Grund. Du hast Fehler in deiner Vergangenheit gemacht. Nachdem du deinen Teil zur Rettung der Welt beigetragen und Dakra ausgeschaltet hast, habe ich entschieden, dich gehen zu lassen. Du verdienst deine Freiheit. Ich war überrascht, aber ließ es mir nicht anmerken. Ich verließ bloß kalt den Raum. Ich verstehe. Danke, schätze ich. 2 Wochen später. Ich war zurück auf der Lichtung, an der alles begann. Ich starrte hinaus, auf die See, das Kliff vor meinen Pfoten. Leben ist die Hölle. Das Leben ist eine Folter. Es war mir egal, wie lange der Sieg über den Dämon her war. Es hätten Tage sein können, doch es fühlte sich an wie Jahre. Alles, was ich noch tat, war es zu leiden. Ich hatte nie damit gerechnet, dass G mich gehen ließe. Ich wusste nicht, was ich noch mit dem Leben anfangen sollte. Gab es jemanden, mit dem ich meine Zeit verbringen könnte? G war vermutlich immer noch enttäuscht von mir. Meine Schwester war weit weg in einer Stadt, die ich einst Heimat nannte. Aber sorgte sie sich überhaupt? Oder hatte sie nur so getan, damit ich sie im Kampf verschonte? Ich wusste es nicht. Ich wusste nichts. Ich war so einsam, bevor ich SD und Fate begegnet war. Doch nun fühlte ich mich noch einsamer. Warum machte ich noch weiter? Warum wurde ich nicht bestraft? Womit verdiente ich es überhaupt zu leben? Trotz allem wäre all dies nie geschehen. Wäre ich damals in der dunklen Gasse einfach gestorben. So wie es hätte sein sollen. Hunderte Leben wären verschont geblieben. Die Sklaven hätten nie existiert.
Der Dämon wäre nie wiedergekehrt. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn ich nur nie geboren worden wäre. Meine Eltern hatten recht gehabt. All die Zeit hatten sie recht. Ich bin nutzlos und ich verdiene mein Leben nicht. Die einzigen, die sich je um mich gesorgt hatten, waren tot. Meinetwegen. Und dies war der Moment, in dem ich mich entschied. Ich würde meine Strafe erhalten. Ich würde mein Versprechen gegenüber Fate halten. Damals am Hügel. Am Tag vor der Schlacht gegen den Dämon. Wir bleiben immer zusammen, versprochen. Es war nicht ihre Schuld, dass sie gehen musste. Es war meine Schuld, dass ich dieses Versprechen gebrochen hatte. Wir würden wieder vereint sein. Wir würden wahrlich wieder vereint sein. Für immer. Dies waren meine letzten Gedanken. Nur ein Schritt nach vorne. Und als der Ozean sich schnell näherte, wusste ich, dass es dies war. Dies war wahrlich mein Ende. Bevor ihr abschaltet, Leute, bevor ihr jetzt abschaltet, es kommen gleich noch kurze Credits, aber zuerst das Wichtigste. Denn es wird noch einen Epilog geben. Und ihr als Zuschauer habt die Wahl, ihr könnt entscheiden, wie dieser Epilog verlaufen wird. Und zwar entscheidet euch in den Kommentaren, soll Fanda leben und vielleicht weiterhin leiden? Soll er diesen Selbstmordversuch am Ende des Kapitels überleben? Dann stimmt für den ersten Epilog. Oder soll seine Qual endlich enden? Und er soll wieder mit Fate vereint sein. Epilog 2. Ich kann euch bereits sagen, zumindest in meinen Augen, gibt es keinen Epilog, der eindeutig der bessere oder schlechtere von den beiden ist. Beide haben große Vorteile, aber auch ein paar Nachteile für die Charaktere. Ich werde als nächstes, weshalb ich nicht versprechen kann, dass das Video bereits am Samstag kommt, ein Video mit 3 verschiedenen alternativen Epilogen hochladen. Und zwar die beiden, zwischen denen ihr abstimmen könnt, und der Epilog, den Never Alone in der englischen Version ursprünglich hatte und der auch Kanon für die Walross-Edition ist, was er sein muss, da ohne ihn die Ereignisse von Never Alone 2 und der Walross-Edition nie passiert werden. Aber der Epilog, für den ihr als Community stimmt, wird der sein, der sozusagen offiziell für dieses Hörspiel gelten wird. Im Kanon wird es den eigenen Epilog geben, doch ihr bestimmt den Community-Epilog dieser Geschichte. Alle 3 Epiloge bauen auf demselben Anfang auf und werden danach aufgeteilt und alle in der nächsten Folge vorgestellt. Danke fürs Zuhören bei Never Alone. Und wenn ihr die Credits noch guckt, ehrenhaft. Ansonsten stimmt für einen Epilog ab. Und wir sehen uns hoffentlich wieder.